Ich habe jetzt alle Befunde da. Ja, bitte, Frau Doktor. Sagen Sie schon, was ist es? Es fällt mir schwer, aber ich muss es Ihnen leider sagen. Sie haben leider nur noch einen Monat zu leben. Einen Monat? Vielleicht sogar weniger. Dass ich nicht mehr lange zu leben habe, das ist Schicksal. Aber ein Monat, das ist ein Scherz. Sagen wir ein Jahr. Zweifeln Sie meine Diagnose an? Wir könnten mit einer sehr hochdosierten Bestrahlung vielleicht 1 bis 2 Monate rausholen. Nur 2 Monate? Ich bitte Sie. Ich stehe mitten im Leben. Ich habe gerade 2 frische Neuzugänge in meinem Harem. Sie brauchen volle Unterstützung. Haben Sie ein Einsehen? 10 Monate. Aber selbst wenn ich so weit gehe und ein an Menschen völlig unerprobtes Spezialserum anwende, haben wir maximal 3 Monate. 3 Monate? Das ist eine Frechheit! Gut. Wenn ich wäre eine Kassenpatient, ich würde verstehen, dass man mich mit 3 Monaten abspeist. Aber ich bin privat. Ein halbes Jahr muss einfach drin sein. Ein halbes Jahr ist völlig utopisch. Gut, ich könnte unter der Hand noch eine Niere bekommen. Aber selbst dann sind 4 Monate das Äußerste. Mein ungeborener Stammhalter. Ich will ihn wenigstens noch einmal in meinen Armen lächeln sehen. Geben Sie Ihrem Herz einen Stoß. 5 Monate, das ist nicht zu viel verlangt. Und ich? Ich riskiere meine Zulassung. Aber gut, ich gebe Ihnen 4 Monate und 1 Woche und damit basta. Meinen Geburtstag noch. 3 Wochen mehr. Das tut Ihnen doch nicht weh, oder? Ich muss verrückt sein, so weit zu gehen. 4 Monate und 2 Wochen und das ist mein letztes Wort. Und 2 knappe Tage mehr und ich habe ein schönes Wochenende. Ha? Ja, so eine schöne Käsefrau wie Sie kann da doch nicht schnöde Nein sagen. Sie machen mich wahnsinnig. Ich gebe Ihnen noch 1,5 Tage drauf und keine Sekunde mehr. Um Punkt Mitternacht fallen Sie tot um. Gemacht.